vergrößere nämlich jetzt das Feld, wenn ich schon so viel Samen habe. Ich habe die Erde vergessen. Brauchen wir natürlich auch. Ja, das setzen wir da unten rein. Vergrößern wir das Feld hier mal. Mache ich das jetzt am besten mit dem Wasser. Setzen wir dahin. Bauen wir das jetzt mal hier so ab, dem Radius. Jetzt haben wir wieder eine Rinne für das Wasser. Ist natürlich hier auch noch die Erde weg. Soll ja auch alles genügend Wasser bekommen. Hole ich mir jetzt noch die, die restlichen Eimer zur Unterstützung. Mit einem Eimer dauert das einfach zu lange. Setzen wir jetzt hier alles rein. So. Machen wir jetzt unser Feld fertig und da ist schon wieder Weizen gewachsen. Das ist richtig gut. Das läuft jetzt hier richtig. Füllen wir jetzt erstmal alle Eimer mit Wasser. Da Wasser hin, da Wasser. Da kommt Wasser rein. Dahin. Dahin. Haben wir noch ein bisschen was? Ich finde es komisch, dass ich den Regen nicht höre. Ich habe zwar die Geräusche runtergestellt, aber trotzdem höre ich den Regen nicht. Das ist, glaube ich, nicht normal. Also es ist nicht normal, dass ich den Regen nicht höre. Jetzt haben wir hier stehendes Wasser, stehendes Gewässer. Die Eimer wieder hier oben rein. Fackeleisen. So, dann ernten wir jetzt hier noch den Restweizen ab, was hier noch so gewachsen ist. Und schon haben wir wieder drei Samen. 2, 3. Setzen es hier rein. Ja. Und das Feld wächst. Jetzt können wir uns hier auch gleich wieder Brot machen. Jetzt haben wir 4 Brote. Reicht fürs Erste. Die ganzen Eimer wieder da oben rein. Soll ja auch Ordnung sein. So, das Gold nehmen wir jetzt mit. Und die... Ah ne, mach... Weißt du was? Mach mal so. Können wir da... Können wir Eisen... Zwei Ofen parallel Eisen schmelzen. So. Das ist doch gut, was wir hier haben. Was mir eigentlich fehlt, sind nur Fackeln. Ja. Und, ja.
Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich beende hiermit diese aufregende und emotionale, in Anführungszeichen, Folge und ja, wie schon gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Minecraft mit mir, dem Talion Pharaon. Wir sehen uns. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Minecraft mit mir, dem Talion Pharaon. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um mit mir wieder dieses famose Spiel Minecraft zu spielen. Heute für diese Aufnahme habe ich mir vorgenommen, dass ich einen Lagerraum hier unten mach. Ja. Muss ich dann auch mal sehen, wie ich das Ganze mit den Truhen, wie ich sie anordne. Aber naja, das wird sich dann mit der Zeit wohl geben. Ich schaue jetzt noch kurz nach oben. Hier haben wir jetzt noch Eisen. Schmolzenes Eisen. Und wie ihr es gerade bemerkt habt, habe ich jetzt wieder Erfahrung bekommen. Denn es ist seit neuestem die 3.1 Version von Minecraft draußen. Und noch eins, man kann jetzt Eimer stapeln, wie ihr es gerade gesehen habt. Und in der normalen 3.1.1 Version, so heißt sie richtig, ist es so, dass man, wenn man Sachen aus dem Ofen rausnimmt oder eben Kohle abschlägt oder abfarmt, kriegt man eben auch Erfahrung. Ich finde es komisch, dass es hier gerade so dunkel ist. Aber naja, haben wir irgendwie Holz? Was Holzmäßiges? 18 Holz. Müssen wir jetzt mal schauen, für wie viele Truhen reichen 18 Holz. Für 2. Ist nicht 4, muss ich dann nachher draußen ein bisschen Holz farmen gehen. Denn wir haben ja unsere Bäume angepflanzt und die sind schon ganz schön gewachsen. Ach so, was ich noch machen wollte. Ich wollte mir jetzt aus dem Faden hier, aus den Fäden, Wolle machen. Denn ich möchte auch irgendwann mal ein Bett haben. Und da ich hier bisher noch keine Schafe gefunden habe, was blöd ist, muss ich eben mit dem Faden Wolle craften. So, jetzt gehen wir mal nach unten, schauen mal, wie wir die Truhen hier setzen wollen. Muss mal schauen, soll ich sie in die Wand reinmachen? Probieren wir es mal kurz aus. Geht die auf? Nein. Ich glaube, das mache ich anders. Warum habe ich keine Axt? Ich habe keine Axt. Warum habe ich keine Axt? Habe ich hier irgendwo eine Axt? So, das Schwarzpulver nimmt. Kommt mit. Oh, ein Creeper. Oh, scheiße. Der darf uns nicht sehen. Haben wir mal hier Eisen. Und machen wir uns mal eine Axt. Eine Eisenaxt. So. Das Eisen wird jetzt noch im Hintergrund gebrannt. Müssen wir dann mal schauen. So. Das kommt dahin. Sehen wir die Axt. So, die Wolle muss jetzt auch noch hier rein. Du, 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 du.